Hallo und herzlich willkommen zurück zur 30. Folge von Project Unstable 6. Wie ihr vielleicht schon im Titel lesen könntet, heute werden wir versuchen, eine Essensfarm aufzubauen. Also, eine Farm haben wir schon, aber jetzt praktisch die Automatisierung dazu. Ihr seht, Onions habe ich gefunden, ich war nochmal unterwegs, habe ein paar Windigarden gesucht. Findet man so in Plains und was weiß ich nicht, falls es sich jemand fragt. Und ich möchte gerne eine Sache eigentlich nochmal ausprobieren, und zwar so ein Provider-Seal an ein Interface. Ich weiß nicht, ob ich das, warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie viel machen davon. Nichts. Stahlplatten kann ich aber machen. Ein Annihilation Core kann ich machen, kann ich auch Formation Core machen? Moment. Bräuchte ich höchstens nochmal vielleicht ein paar, Logic-Dinger? Aber es sollte machbar sein. Brauchen definitiv auch noch mehr Inscriber und all so ein Zeug. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall noch sehr viel Spaß haben müssen dann später. Für vor allem eine Automatisierung. Zack, zack. Das wird, glaube ich, mit das Erste sein, was wir dann als Erstes, was wir dann machen werden, dass wir die ganzen Prozessoren kriegen, weil die werden wir brauchen. Denn man sieht, ich habe was Kleines angefangen zu bauen. Das zeige ich den Kleinen mal. Ich mache nur mal ganz kurz, dass es hier schon mal die Sachen fertig gemacht hat. Brauchte ich Raw Silicon? Ne, warte. Warum zählt das Ding nicht mehr als Silicon? Was? Warum? Was ist jetzt kaputt? Was ist jetzt kaputt gegangen? Okay. Ich, mach mir sofort eine Notiz, das muss ich dann definitiv dann nachher gleich noch fixen. Seit wann ist das so? Eigentlich ist es aus Ore Dictionary gemacht. Moment, ich schreibe mir das ganz kurz auf, weil, das ist strange. Okay. Unstable halt, ne? Ich mache jetzt mal ganz kurz, weil ich kann jetzt nicht gerade einen Server so komplett neu starten. Ich mache mal ganz kurz diesen, ne? Das muss ich dann gleich noch fixen. Okay. Aber warum ist das? Ich habe eine ganz blöde Idee, warum das so ist. Weil hier nimmt er eigentlich alles Silicon an. Ich hab eine ganz doofe Idee. Und zwar kann man nämlich in der Config von Applied Logistics kann man nämlich Rezepte anpassen. Ups. Warte mal. Mal ganz kurz gucken. Eigentlich Inscribe, ne? Moment. Silicon Press. Hier ist nämlich eigentlich das Rezept drinne. Ich habe das Gefühl, warte mal. Hat der? Ich glaube nämlich, der hat das Ding umgeschrieben. Nee, falsch. Materials. Circuits? Ich will mal ganz kurz gucken. Ore Dictionary Items Silicon. Ich weiß es nicht. Okay, nun gut. Lassen wir das. Es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Ich kümmere mich dann nachher darum, dass ich das fixe. Ich verstehe immer nicht, wie sowas passieren kann von heute auf morgen. Die ganze Zeit funktioniert es und dann funktioniert es nicht mehr. Weil, also, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder Unidict ist schuld, das Ding, was wir nutzen, um das ganze Zeug zu vereinheitlichen. Das kann schuld sein. Es kann Applied Logistics schuld sein, dass das irgendwie die Rezepte in irgendeiner Form geändert hat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es doof ist. Das Ding einmal.
Was fehlt da noch? Achso. Zack. Zack. Und zack. So, kann ich das Ding machen? Bitte lass es mich machen. Ja. Yeah. Verdammt. Okay. Ich will das trotzdem nur mal ausprobieren jetzt. Chip. Dann kommen noch Chips. So, da brauchte ich was? Eine Titanium-Platte. Okay. Mal noch ein, ja. Ach ja. Ist schön, ne? Wenn alles funktioniert. So, ja. Zack, zack. Ich hasse es. Okay. Zack. Kupferplatten hatte ich, glaube ich, noch. Da hatte ich ja einen ganzen Schwung gemacht, ne? Die nehmen wir auch nochmal mit. Ist der immer noch nicht fertig? Ja, ja. Okay, ich zeig schon mal das hier. Ich habe angefangen, ein Lagerhaus zu bauen. Ganz klein. Ist ein bisschen größer als unser Haupthaus, von der Grundfläche her. Hat hier vorne, wird das dann so einen Gang haben, wo man praktisch durchlatschen kann, so ein bisschen, dass man im Trocknen steht. Hier vorne kommt ja dann so ein Platz hin. Und das hier ist im Endeffekt das Lagerhaus. Ich kann es und werde wahrscheinlich noch ein bisschen nach hier irgendwie ausbauen, also noch ein bisschen mehr Platz dann drin haben. Auf jeden Fall können wir hier uns dann austoben mit einem Haufen Drawn. Wir können dann hier die ganzen Silos vielleicht noch reinstellen und so weiter. Also nicht Silos, Tanks. Hatte überlegt, dass wir vielleicht hier 3 Tanks könnten wir hier aufstellen, direkt nebeneinander. Oder man macht ein bisschen mehr Platz und stellt nur 2 hin oder man packt die mal anders hin. Werden wir dann gucken. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal die grobe Idee. Ich werde ein bisschen wahrscheinlich hier in den Berg reingehen. An dieser Stelle. Dass wir hier das irgendwie wirklich richtig schön tief einbuddeln. Also was heißt tief? Einfach nur, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was lagern können. Genau, so, den Boden muss ich, glaube ich, auch nochmal einen runtersetzen hier drinnen. Genau, den wollte ich drinnen nochmal um einen runtersetzen, dass wir nochmal ein bisschen höher kommen, dass wir auf 4 Blöcke Höhe kommen und nicht nur die 3 Blöcke Höhe haben. Und ja, das ist das. So, jetzt machen wir erstmal das hier. Zack. So, zack. Zack. Ja, also, wie gesagt, das wird ein schönes Lagerhaus, hoffe ich mal. So. Gut. Dich hatte ich rausgenommen. Wunderbar. Zack. Zack. Und zack. Also, wir brauchen eh erstmal. Zack, zack. Nein. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und die Dateien im Platt habe ich vergessen. So. Zack. Und, also, man sollte vielleicht auch Stahlplatten machen. Also, ich entscheide, hoffe ich mal, wieder das Zeug hier draußen ins Smeltery ran. Wie gesagt, wir müssen noch ein paar Sachen, müssen wir definitiv noch optimieren, besser machen. Zum Beispiel, dass wir immer ein bisschen Eisen eingeschmolzen haben, dass wir da irgendwie langsam mal so ein paar Sachen irgendwie machen. Dass wir so einen Tank haben, der die ganze Zeit Eisen drin hat, geschmolzen ist. Dass wir einen Haufen Chips machen oder einfach nur einen Haufen Chips vorproduzieren schon mal. Ich weiß es noch nicht. Irgendwas müssen wir dann auf jeden Fall bald mal machen. So, Interface. Rekursives Netzwerk. So, guck mal erstmal ganz kurz an. Ich baller das nämlich jetzt mal hier oben dran. So, es braucht jetzt ein bisschen mehr Strom. Ist egal. Ich habe mal einen Provide-Ziel gemacht. Ich, zack, zack. Ich mache das mal hier hin. So, wenn ich jetzt... Ah, schade. Ich dachte, vielleicht funktioniert's. You're from the mod. Always leave at least one item. Take priority. Oder ist kein Golem in der Nähe, das mir deshalb nicht anzeigt? Nee, eigentlich. Das kann ich ja ganz einfach ausprobieren. Ups. Wir machen es einfach mal hier in die Kiste. Da funktioniert es. Da könnte ich jetzt das praktisch auswählen, können mir eine Menge aussuchen und können Requests machen. Und dann kommt ein Golem an. Also, wenn ein Golem in der Nähe ist, sammelt es ein und bringt es dorthin. Okay. Gut, das heißt, wir werden es ein bisschen anders machen, und zwar die Mühle. Ich habe da auch nochmal 2, 3 Dinge vorbereitet. Zum einen möchte ich gerne nochmal ein Fansgate machen, bevor ich das jetzt vergesse. Weil das vergesse ich nämlich schon die ganze Zeit, immer wieder, und es nervt mich selber. Deswegen machen wir jetzt das Fansgate.
So, Spruce Fence Gate, danke. Wir können mal eine Door mitnehmen. Habe ich noch eine? Jo. Nein, nehmen wir zwei mit. Zack. Hauen wir zwei vorne und hinten eine. So, und zwar. Ganz kurz hier. So, warte, ich laufe mal kurz. So. Seitlich. Ich muss nämlich gerade mal hier was wegräumen, ne? Hab mich gerade gestört. So, zack. Und. Sugarcane baut es übrigens nicht ab. Das heißt, das können wir vergessen, das können wir wegmachen, das ist egal. Jetzt habe ich hier nicht. Habe ich kein Holz mehr. Nehmen wir hier oben eins. So, das hier oben, die Zwischentasche, muss ich eh nochmal anders machen. So, nehmen wir das Holz. Blup. So, wo möchte ich meine Tür haben? Hier. Also die große Tür hier auf der Seite und die kleine Tür für den Golem dann daneben. So. Einmal das, dann öffnet es auch richtig rum. Wunderbar. Dann das Fence-Gate einmal hier hin. So, wunderbar. Und der Golem kann dann hier über dieses Löchlein da praktisch dann durch. Wunderbar. Gut, wir haben ja hier schon ein bisschen Zeug jetzt gesammelt mittlerweile. Was schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben alles Mögliche schon mal angebaut. Ich habe hier auch nochmal irgendwo, hatte ich die Zwiebeln? Ich hatte zwei angebaut. Wo habe ich das gemacht? Da. Hier sind zwei Zwiebelchen. Das ist schon mal ganz gut. Und wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir suchen dafür. Ich packe mal ganz kurz hier mal kurz ein bisschen das da rein. Ich muss das eh mal ausmisten hier nochmal. Das brauchen wir noch. Das Nitro möchte ich doch nicht nutzen. Den Exchanger brauchen wir nicht. Die Golem Bell brauche ich wahrscheinlich, aber das Ding erstmal nicht. So. Damit ich nämlich die Kiste jetzt hier mal abbauen kann. Flup. Super. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich deine Kiste genommen habe. Tschüss. So. Und zwar möchte ich nämlich den Cauldron gerne hier so ein bisschen rausbringen. Weil im Moment ist er hier hinten, haben wir ja eine blanke Wand. Und ich möchte den Cauldron eigentlich gerne wie so eine Art Kamin machen. Das heißt, dass der hier praktisch drin ist. Dazu möchte ich ja gerne voll. Ja, haben. Hups. Eieiei, Hilfe. So, warte mal. Also, Netherrack hier. So, und zwar möchte ich ja gerne ein etwas größeres Feuer auch haben. Aua. Ah. Es gibt Cobblestone dabei. Verdammt. Aua, ey. Sehe ich doch doof. So, genau. Das muss ich dann noch ein bisschen schöner bauen. Aber jedenfalls soll hier dann praktisch das Feuer kommen. Hier an die Seiten soll noch irgendwas kommen, dass da praktisch der Golem nicht runterflutschen kann. Das ist was, wir holen das jetzt einfach selber. Ist mir jetzt egal. Ich weiß, es ist alles Folgenstreckung und was weiß ich nicht. Ist nicht so spannend. Aber ich hole das jetzt mal. Ich hole mal Cobblestone. Ich hole die Sachen, die ich gerne haben möchte. Und zwar sind das eigentlich zwei Sachen, die ich ausprobieren möchte. Und zwar Iron Bars. Die möchte ich gerne mal ausprobieren. Wie die aussehen, Fence Gates und was wollte ich jetzt noch? Cobblestone. Zack. Jetzt wird es langsam eng im Inventar. Ich packe mal nochmal hier ein paar Tools raus. Das ich jetzt vielleicht nicht sofort brauche, wie zum Beispiel einen Bogen noch. So. Gut. Und dann nehmen wir nochmal das und das mit. Was ist das? Warum wählt er den Block als Kobaltblock? Okay, anscheinend hat Chisel Priorität, was Kobaltblöcke. Ich habe keine Ahnung. So. Ich habe übrigens da hinten auch nochmal eine kleine Hemdform gemacht, die ich noch ein bisschen hier hinten noch erweitern möchte, dann auch. Dass wir wirklich einen Haufen Hemd da anpflanzen können. So, du weißt nicht, wohin mit dem Zeug, ne? Es tut mir leid, warte, wir machen dir gleich was. Ich will nur erstmal gucken, verbindet sich das? Ja, tut es. Ah, hier kann trotzdem, glaube ich, noch der Golem reinplumpsen, ne? Ich will nur mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Ich kann es nicht platzieren, weil drunter ein Block muss. Ups. So. Es wäre sogar schöner, wenn es wirklich nur eine Linie wäre. Ich glaube, da werde ich was chiseln dann. Damit das Ding irgendwie so aussieht, als würde es irgendwo hängen. Also an den Seiten praktisch aufgemacht werden, dass man es umkippen kann und all sowas. So. Jedenfalls. Hier unten muss dann Feuer hin.
Hier an die Seite muss nochmal Cobblestone hin. Kann ich hier mal irgendwie ein bisschen das... Na egal. So, hier muss dann auch Cobblestone einmal rum. Damit haben wir dann nämlich schon mal die Größe von dem Kaminchen. Wo wir wirklich dann jetzt hier das vielleicht so... Ne, noch ein weiter. So ungefähr. So. Zack. Zack, 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 zack. So. Und dann machen wir jetzt hier erstmal halt zu, damit dann der Golem dann nicht reinplumpsen kann. Aber erstmal machen wir Feuer. Habe voll voll gemacht. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Dann Feuer ein bisschen schöner als jetzt einfach nur wieder. Hier da unten sind Skelette. Ich hab's gerade gehört, schon mal den Bogen anspannen hier. Und da möchte ich nämlich gerne das Ding so und so haben irgendwie. Genau. So, warte mal, eigentlich, das ist doof ein bisschen, warte mal. Weil eigentlich müsste ich nämlich das hier ein bisschen höher machen. Und dann müsste ich hier noch da was vorbauen, ne? Das machen wir dann. So, dann, das machen wir dann. So, jedenfalls, wir haben erstmal so ein bisschen grobe Struktur. Und ich mache da jetzt erstmal einen Boss hin. Zack, damit der Golem nicht ganz reinfällt, hoffentlich. So, dann brauchen wir nämlich theoretisch ein Seal. Und zwar ein Store-Seal hat, also... Wir machen zwei Sachen. Erstmal die Kiste. Die Kiste ist unsere Möglichkeit, Dinge zu lagern. Das heißt, hier kommt einfach ein Store drauf. Zack. Das heißt, der Golem packt da jetzt erstmal alles rein. Hab ich ganz vergessen, dass ich ja trotzdem einen Store brauche. Und zwar... Tschüss, Golem. Wolltest du es nicht reinpacken? Doch, jetzt. So. Wunderbar. So. Ich gehe kurz schlafen. Und zwar, das nächste, was wir machen, ist mit Provide und Stock arbeiten. Stock heißt, also Provide ist relativ simpel. Wir packen das irgendwo dran und diese Kiste wird als Provider, also als, ja, keine Ahnung, zur Verfügungsteller genutzt. Als Supplier, als, ist egal. Also jedenfalls, er stellt die Items da drinnen dem Netzwerk, kann man so ungefähr sagen, zur Verfügung. Und ein Stock kann auf dieses Netzwerk zugreifen und kann zum Beispiel sagen, wenn ich das mal hier so, ich habe ein bisschen Angst, dass der vielleicht dahinter rutschen könnte. Deswegen mache ich mal diesen da doch trotzdem. Ich habe ein bisschen Angst um meinen kleinen Golem, der soll nicht sterben. So, so. Und das können wir ein bisschen bearbeiten. Hier können wir einen Filter reinpacken, ne? Mit Whitelist, wir können hier nochmal sagen, use all dictionary, use same mod, use MBT data, Prioritäten und was weiß ich nicht. So, und was wir jetzt machen können, ist, dass, weil das Ding Stock ist, können wir noch ein Provide-Seal nehmen. Das Provide-Seal stellt alles zur Verfügung und das Stock sagt einfach nur, was rein muss. Bowls mache ich erstmal selber, aber wenn wir mal kurz gucken, und zwar Stock. Die Stock. Da brauchen wir Wasser. Das müssten wir noch irgendwie hinkriegen und ansonsten irgendeine Frucht bzw. Knöchlein. Oder mache ich Stock selber? Dass ich es nur mit Knöchlein mache. Dass ich die Stock immer schon woanders vorbereite und dann hierher bringe. Ich lasse erstmal die Stock raus. Wir machen erstmal die Stock raus. Jedenfalls. Im Endeffekt, was brauchen wir alles drin? Wir brauchen aus Beetroot können wir schön Beetroot Soup machen. Dafür brauchen wir allerdings Bowls direkt. Stock kann ich noch draus machen. Garden Soup. Genau, also eine Garden Soup, das kriegt man ja eh hin. Also Tomaten. Tomaten brauchen wir definitiv. Tomaten. Wir brauchen Kartoffeln. Gab es doch dieses eine schöne Rezept. Warte mal, was ich machen wollte. Zack, 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 zack. Genau. Mushroom. Karotte, Potato, Vegetable Soup. Vegetable Soup, ja. Potato Soup, okay, machen wir Vegetable Soup. Aber wir brauchen noch das Ding und das Ding und das Ding. So. Zack. Whitelist, zack. Unbegrenzt Mushrooms. Unbegrenzt Tomaten, unbegrenzt Potato. Also man kann auch einstellen, dass man beispielsweise nur
eine Kartoffel haben möchte, könnte man auch einstellen. Hätte den Vorteil, eine Kartoffel, wenn man nur will, dass eine Kartoffel drinnen bleibt, dann, wie gesagt, macht er das. Overstocking ist möglich, das heißt, wenn er beispielsweise mehrere Kartoffeln, wenn zwei Golems gleichzeitig den Task nehmen, Kartoffel nehmen, reinpacken, dann kann es ein Overstocking geben. Aber es wird immer dafür gesorgt, dass mindestens eine Kartoffel drin ist. Und jetzt wird hier dafür... Ja. Hier wird jetzt stattdessen dafür gesorgt, dass immer die Kartoffeln drin sind, immer die Tomaten drin sind, immer die Pilze, immer die Karotten. Genau. Ich muss dann nur später mal gucken, weil es kann sein, dass halt das Sigil nicht ausreichen wird. Da muss ich mal gucken, wie ich das vielleicht ein bisschen schöner machen kann. Vielleicht Transvector Interface später mal. Dass wir irgendwie von woanders drauf zugreifen, weil ich kann nicht hier an die Seite was klatschen, sondern nur oben drauf, weil der Cauldron hat nur oben einen automatisierten Input. So, und wenn wir jetzt mal gucken, ich hole mal ein bisschen Stock. Ich gehe mal Stock machen. Beziehungsweise das Zeug für die Stock holen. Jetzt gucken. Hatte ich hier unten noch Wasser drin? Nö. Hatte ich hier noch Wasser drin? Jo. Boffles Salz. So, Salz brauchen wir nicht. Das. Knöchlein nehme ich nochmal mit, damit wir ein bisschen mehr Stock machen können gleich mal am Anfang. Weil Knochen habe ich ein paar. So, machen wir einfach mal einen Haufen Stock. Das ist nämlich das Effektivste, um Stock zu machen. Und dann zack, zack, zack. Und ich mache einfach mal zwei Stacks. So. Zack und zack. So. Ich glaube sogar die Beetroot Soup, die man in Cauldron machen kann, aus diesen 6 Beetroot. Ich glaube sogar, die hat eine niedrigere Priorität als die Garden Soup. Das kann durchaus sein, weil ich das Rezept nicht gemacht habe. So. Genau, und das Ding macht jetzt wunderschön Stock. Und zack, 4 Stock. Wunderbar. Ich höre auch irgendwo was rumlatschen. Ach, das ist wahrscheinlich hier drunter, ne? Ja. Okay, ich muss da unten unbedingt ausleuchten. Moment. Während das hier oben blubbert, mache ich das mal. Ich leuchte mal ganz kurz aus. Das war doof, das wollte ich nicht. Ich wollte ganz zwei Blöcke nach unten. Danke. Aua, wie kannst du mich treffen? Wie? Was ist das für eine Spinne? Ja. Stirb. Okay. Kurz hier ein bisschen Licht, dass es nicht alles hier gleich immer wieder hier durchkommt. Ach, hier unten ist sogar schon Schluss. Okay, sehr gut. Wo ist es hin? Da. So. So. Wunderbar. Zack, 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 zack. Dann sollte jetzt hier unten nichts mehr spawnen können. Hoffentlich. Ich sollte noch runterplumpsen können bei meinem Ungeschick, aber weil ich das auch ein bisschen verhindern kann, indem ich einfach mal hier so mache. Dann ist auf jeden Fall die Chance, dass ich da runterfalle, wesentlich geringer. Ich werde es trotzdem schaffen. Aber darum geht es ja jetzt nicht. So. Zack, zack. So. Wie sieht's aus mit unserer Suppe? Wir haben einen Affenstück. Hier, guck mal, ich habe nochmal Knochen gefunden. Und ich habe nochmal einen Ribbone, da können wir nochmal mehr Knochen machen. Ach, guck mal, wie viel Stock wir machen können. So, den Arrow schmeiße ich weg, weil ich brauche den jetzt wirklich nicht. So, die Sachen können wir wieder mal zurücklegen hier eigentlich sogar. Zack. Gut, weil ich möchte das Provide-Ziel erst dran machen, wenn wir wirklich soweit sind. Deswegen will ich die Stock schon mal fertig haben, damit er erstmal nichts anderes macht. Ich bin halt trotzdem noch unschlüssig, ob ich... Ich kann die Stock natürlich auch mit anderen Sachen machen. Ich kann ja, beispielsweise mit Hilfe von... Ne, wie heißt's? Zum Beispiel Cauliflower. Also nicht Blumenkohl. Doch, Blumenkohl. Genau. Der andere war Brokkoli. Blumenkohl. Mit Hilfe von Blumenkohl könnte ich es machen. Oh, naja, so, da haben wir gleich ein Stack mal gemacht. So. So, wunderbar. Water nehmen wir raus. Bovlis lasse ich mal drinnen. So, und dann machen wir mal das Provide hier ran.
So, er sollte jetzt losgehen, soll das nehmen und soll das da alles reinpacken. Kollege, so war das nicht geplant. Was tust du da? Also. Ja, wenn ich jetzt mal hier es auf einstelle. Mal hier die Tür zu, dass ich nicht mal da durchgehe. Das sieht doch besser aus. Jetzt packt er auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeug rein. Wir kriegen Vegetable Soup. Yay! Wunderbar. Super. Das heißt, er packt da jetzt eigentlich alles rein, was wir brauchen. Die Tomatensuppe macht er auch schon. Wunderbar, das wird jetzt wieder Vegetable Soup, weil die hat eine höhere Priorität. Es sieht auf jeden Fall cool aus, so unser kleiner Koch hier, unser kleiner Meisterkoch. Das finde ich halt echt schön. Ah, ich bin so froh, dass wir gesagt haben, wir machen die Essensrezepte teilweise über den Cauldron. Da kann man so einen kleinen Essensgolem machen. So, und jetzt gleich ist nämlich alles leer, was Kartoffeln angeht. Das heißt, er wird jetzt dann als nächstes nur noch die Kartoffelsuppe, die Tomatensuppe machen. So, genau, jetzt hat er nämlich nur die Karotte und jetzt weiß er nicht mehr, was er machen soll. Jetzt geht er raus. Hat nichts mehr zu tun. Jetzt kommt er gleich wieder, weil Tomate. So, okay, man kann ich hier... Ich stell's mal auf einen Stack. Dass er nicht über einen Stack reinpackt, aber mindestens einen Stack trotzdem hat. Also, nicht mindestens. Alles reinpackt, was er hat. Dass er nicht immer wegen jeder Kleinigkeit läuft. Wir können auch noch die Sweet Potato, genau, die Sweet Potato kannst du auch mal noch mit gleich reinballern hier. Alle. So, unser Meisterkoch. Huch. Zack, 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 zack. So. So, dann kann ich die Sweet Potato auch noch ein bisschen backen. Und dann haben wir jetzt schon ein paar Sachen, die immer gemacht werden. Das sind jetzt erstmal nur 3 Rezepte, wenn ich mir recht entsinne, ne? Wir haben ein bisschen viele Tomaten, glaube ich, angebaut. Ja, ich habe 3 Tomaten angebaut. Machen wir mal eine weg. Weil so viel Tomate brauchen wir nicht. Wir müssen halt gucken, dass wir das anbauen, was wir brauchen, dass wir es ungefähr ausbalancieren am Ende. Basierend auf dem Zeug, was wir brauchen. Weil jetzt im Moment haben wir einen Haufen Tomatensuppe. Was einfach nur daran liegt, dass ich 3 Tomatenpflanzen draußen habe. So. Aber das ist schön. Jetzt, wenn man, ich habe das vorhin noch so ein bisschen so schön unter den Kamin gemacht. Und dann hat man hier wirklich so einen kleinen Schornstein draußen noch dran, was vielleicht ein bisschen rausqualmt. Ah, das ist toll. Das gefällt mir richtig gut. Nochmal ein paar Baked Sweet Potato. Davon habe ich, glaube ich, 2 angepflanzt. Genau. Ich glaube, ich brauche noch mehr Karotten auf jeden Fall. Also ich glaube, ich brauche definitiv mehr Karotten und Kartoffeln, nehme ich an. Ich weiß gar nicht, kann ich aus der Karotte eigentlich eine Karottensuppe machen? Ich müsste auch hier gucken. Cauldron. Gibt's eine Karottensuppe? Mit Sellerie und Zwiebeln könnte ich noch eine Selleriesuppe machen. Sellerie und Zwiebeln, das können wir mal noch ganz kurz. Ich glaube, Sellerie habe ich noch nicht angepflanzt. Zwiebeln, ja, aber Sellerie noch nie. Machen wir nochmal ein bisschen Sellerie oder machen wir nochmal eine Selleriesuppe. So, Sellerie. Machen wir 2. 2 gleich. Super. Ah, es ist so schön. Es ist einfach so schön. Ha. Hallo. Ich bring dir neues Zeug zum Anpflanzen. Du möchtest einen Sellerie haben? Ich mache dir einen. So. Ah, es ist so schön und langsam füllt sich das Feld mit dem Zeug, was wir brauchen. Ein paar Beeren haben wir ja noch. Kann ich eigentlich die Beeren kochen? Ja, brauche ich aber Zucker. Deswegen wollte ich Sugarcane haben. Okay. Und dann kriege ich anders Sugar? Impress the Press? Ich kann es auch als Beet machen. Okay. Da kriege ich
halb Biomass und das ist jetzt nicht. Bienen. Ach genau, das wollte ich mal noch fragen. Bevor ich es jetzt vergesse. Habt ihr Interesse an Bienen? Das ist ein bisschen doof, dass ich jetzt am Ende der Folge frage. Ich werde es wahrscheinlich nächste Folge nochmal fragen. Und zwar bin ich am Überlegen, ob ich mit Bienen anfange. Das würde dann wahrscheinlich so sein, dass ich da anfange, ein bisschen was mache und dann entweder es wird gestückelt, also das ist dann die nächste Sache, soll es dann zusammenhängende Folgen für Bienen werden, dass ich dann halt wirklich was für Bienen mache. Dann dauert es eine ganze Weile, praktisch, also irgendwann kommt eine Folge, in der ich das zeige und im Hintergrund verändert sich gefühlt das Dorf, ist fast schon fertig hier, was wir hier gebaut haben, vielleicht oder was weiß ich nicht. Und dafür wird es dann eine Folge oder soll ich es gesplittet machen in die normalen Folgen mit rein, so praktisch so ein bisschen wie es jetzt ist, dass ich alles immer mal so ein bisschen durcheinander bringe. Das ist noch eine Frage, die ich hätte. Theoretisch sollte ich ja sogar... Genau, jetzt kann ich schön hier alles sehen, was da unten in der Kiste ist. Schön. Eine Reissuppe, stimmt. So, wo ich gerade den Reis sehe. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber Reis habe ich auch wieder drei eingepflanzt, ne? Jo, brauchen wir nicht. Reis brauchen wir nicht so viel. So, dann... Bimmeln wir nochmal. Golem. Wir bimmeln. Ich möchte ihn gerne nochmal sehen, wie er das macht. Da fällt man durch die Tür. Yay! Unser Star-Koch. Ah, und wir haben jetzt zu essen. Schön. Wir haben schöne Sachen zu essen jetzt. Das ist wunderbar. So. Garden Soup. Rice Soup haben wir auch. Garden Soup? Womit hat er Garden Soup? Ah, mit den Karottchen. Mit den übrigen. Okay. Habe ich kein Problem mit, wenn er das macht. Ich habe nur Angst, dass er vielleicht für die Garden Soup, weil ich brauche ja Potatoes, ich brauche Sellerie, ich brauche ein paar Sachen, dass er die Garden Soup vielleicht zu früh macht. Wisst ihr? Das ist so ein bisschen meine Angst gerade, dass er die Garden Soup macht und die anderen Sachen sind auch nicht fertig. Mal gucken, wie wir das da irgendwie vielleicht noch geregelt bekommen. Weil sonst ist es jetzt so, es kommt beispielsweise eine Karotte, er bringt die Karotte. Es ist jetzt aber keine Kartoffel bei, das heißt, die beiden Karotten gehen weg. Dann findet er Mushrooms. Die Mushrooms wäre vielleicht auch zu einer Garden Soup. Ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist. Könnte jetzt zu einer Garden Soup werden? Ja. Das heißt, die ganzen Sachen können zu einer Garden Soup werden, außer sie sind alle vorhanden. Ich kann aber nicht. Kann ich eigentlich... Was kann ich denn eigentlich einstellen hier? Options. Use NBT, use Meta. Use from same mod. Requirements. Redstone Signal. Was kann ich hier einstellen? Options. Single item only. Always leave at least one item. Okay. Wir können theoretisch auch sagen, alles von Pam's Harvestcraft soll da rein, was ein bisschen übertrieben wäre und dumm. Aber möglich wäre es. Oh, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge zu essen. Das ist schön, das gefällt mir sehr, sehr gut. Zack. Ach ja, ist das schön. So. Aber es sollte hoffentlich so sein, dass es dann irgendwann trotzdem mir die Suppe macht und nicht nur Garden Soup. Da, meine Angst ist halt, wie gesagt, dass es Garden Soup prioritätenmäßig gibt. Mal gucken. Nun gut, jetzt auch wirklich. Ich hab schon wieder viel zu sehr überzogen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich baue es hier noch ein bisschen schöner. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao und noch einen schönen Tag. Ja. Ciao.